Ja, moin Leute, ab und zu auf Donnerstag, meine Freunde, mit einem weiteren Video, wie ihr mitbekommen habt, war das letzte Video ja eine Bestrafung von Wenn du Eier hast. Man kennt's, auf lustig. Ich wollte eigentlich dieses Video auch zu diesem Thema später raushauen, wenn der Insi-Modus deaktiviert wird, aber ich habe mir gedacht, passt einfach ganz gut und wollte eigentlich das ganze Thema so abschließen. Wir haben auch extra bewusst in dem Video Sachen reingehauen, die mir vorgeworfen worden sind, die auch einfach gar nicht stimmen, wie zum Beispiel, dass ich überhaupt in Deutschland lebe, das stimmt ja erstmal nicht mal, dass ich auf Bridgegeld unterwegs bin und viele weitere Sachen. Ich fand es echt krass, wie viele das geglaubt haben, aber ich habe von vorne bis hinten nur Scheiße gelabert. Mir wurde so oft vorgeworfen, ja, Red hat hier gelabert, Red hat da gelabert, deswegen habe ich mir gedacht, komm jetzt in diesem Video. Es werden ja sowieso wieder der ein oder andere Streamer darauf reagieren, etc. Guck mal, ich werde in diesem Video so viel Informationen droppen, wie ich wahrscheinlich noch nie in einem Video gemacht habe über mich persönlich. Ganz viel Undercover-Dinger hin und her, auch finanziell, etc. Das habe ich bis dato so noch nie gemacht. Und ich habe mir jetzt gedacht, komm, bevor jetzt wieder irgendein Kanisterkopf oder irgendein Goofy jetzt kommt und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gelogen wieder hier, habe ich mir ganz einfach gedacht, da kann jeder von diesen Streamer kommen und sagen, ey, da hat Red safe gelogen und kann 20 Mille drauf wetten. Das heißt, zu dem Punkt, den ich erwähnen werde, er kann jetzt sagen, nee, das stimmt nicht. Und dann kann er 20 Mille, wie gesagt, 20 Mille drauf wetten und das Ganze überprüfen mit einem Experten, bla, bla, bla. Und wenn ich recht habe, kriege ich die 20 Mille. Wenn ich gelogen habe, 20 Mille, no problem. Okay. Grundsätzlich, Freunde, grundsätzlich allgemein. Guck mal, Insi-Modus wurde nie abgestritten. Der Insi-Modus, der ist ja wirklich real. Und warum der Insi-Modus auch nicht weggegangen ist, ist ganz einfach. Und das werde ich jetzt hier zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier so eine Gläubigerliste. Und da ist jetzt ein Betrag vom Finanzamt. Finanzamt will nicht 3,6 Millionen. Finanzamt will 1,7 Millionen. Und jetzt ist die Frage, warum will jetzt das Finanzamt 1,7 Millionen von ApoRED, dem allerechten, haben? Ich kann es ganz einfach erklären, weil dazu habe ich diesbezüglich auch Schriftverkehr auch vom Finanzamt bekommen. Diese 1,7 Millionen sind das nicht irgendwie Steuern vom letzten Jahr und etc. Das Finanzamt hat einfach eine Prüfung gemacht. Und für die Leute, die nicht verstehen, weil ihr wisst, das wird in den Schulen nicht beigebracht, ich erkläre euch, was eine Prüfung ist, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe viele Gewerbe in Deutschland angemeldet gehabt und ich habe auch viele geschlossen. Und wo ich sie dann geschlossen habe, irgendwann kam das Finanzamt und hat dann eine betriebswirtschaftliche Prüfung gemacht. Das heißt, die kommen mit der Lupe und schauen sich den Hasen genauer an, ganz sneaky-meaky, und versuchen nochmal alles rauszuholen, was geht. Na? Sagen, ah, ich glaube, da ist was nicht korrekt, da ist was nicht korrekt. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Prüfung, da steht schwarz auf weiß, ich werde das hier einblenden, da stehen radikale Sachen wie zum Beispiel, ja, wir gehen davon aus, dass du in den Jahren 2015, 16 und 17 nochmal mit Instagram 32.000 Euro oder so Pi mal Daumen im Monat extra gemacht hast, die du dann halt nicht in die Buchhaltung eingeführt hast. Wo ich mir denke, Digga, sehe ich aus wie Pamela Reif oder was? Dass ich jetzt jeden Monat 32 Mille mit Instagram noch gemacht habe, noch 2015, 16 und 17. Ich habe Instagram nur auf Hau hier auf lustig gemacht. In dem Dokument sieht man auch genau diese verrückten Schätzungen. Zum Beispiel steht hier, dass ich an 2 Gangtouren teilgenommen habe und jeweils 60.000 bekommen habe, wobei ich nur an einer mitgemacht habe. Da steht auch, dass ich durch YouTube jedes Jahr ungefähr 160.000 gemacht habe, also 2015, 16 und 17. Durch Instagram habe ich angeblich fast 220.000 pro Jahr gemacht, was verrückt ist und sehr realitätsfern. Dazu gibt es noch pro Jahr einen Unsicherheitszuschlag, also diese ganze Schätzung absolut unlogisch. Das heißt, dieser Betrag 1,7 Millionen, die das Finanzamt von mir wollte, ist absolut unrealistisch, ist absolut aus der Luft gegriffen. Das hat einfach kein Hand und Fuß. Ihr müsst euch vorstellen, 2015, 16 und 17, ich habe meine Steuern schon längst da bezahlt. Ich habe doch schon längst die Steuern da bezahlt. Das ist schon alles fertig. Ich habe da so eine dicke Buchhaltung, alles easy. Finanzamt wollte aber, weil ich schon lange steuertechnisch nicht in Deutschland aktiv bin, natürlich noch mehr raussneaken. Und die haben auch gesagt, ja, du hast doch keinen Widerspruch gemacht, das zählt jetzt. Und deswegen war da so ein Hin und Her. Finanzamt anrufen, diesen frech, dann Anwalt einschalten, noch einen Anwalt einschalten. Habe am Ende so einen super Anwalt aus Hamburg geholt für Steuerrecht. Gott sei Dank, er hat das geklärt. Erstmal, die haben das irgendwie eine falsche Adresse geschickt, da war ich nicht mal angemeldet, weil Finanzamt hat gesagt, nee, du hast da 2 Wochen keinen Widerspruch gemacht, das zählt jetzt, wo ich mir gesagt habe, was das zählt, Alter, was für 1,7 Millionen 2015, 16, 17, wollte mich verarschen, Alter, ich habe da meine Steuern schon längst bezahlt. Ja, nee, das zählt jetzt, du hast keinen Widerspruch gemacht, also so richtig eklig frech waren die, aber mein Anwalt hat geklärt, der Widerspruch galt dann, weil Finanzamt war ein bisschen goofy, hat das einfach eine falsche Adresse geschickt, dementsprechend galt mein aktueller Widerspruch. Das heißt, damit man das einfach kurz fasst, knackig einfach beschreibt und einfach on the point. Der Insi-Modus wird einfach fucking deaktiviert. Das Finanzamt wollte einfach Geld von mir haben, was denen eigentlich gar nicht zusteht. Und jetzt zum Thema Steuern sage ich eine Sache. Ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Ich bin schon längst raus aus dem deutschen Steuergame. Schon längst. Und ich werde auch gleich da ein bisschen detaillierter reingehen, wie ich das alles immer so ein bisschen gemacht habe mit Deutschland und etc. Ne? Wirtschaft. Grundsätzlich muss ich euch eine Sache sagen, Freunde. Wer sich ein bisschen mit Wirtschaft in Deutschland auskennt, der weiß Bescheid. Stellt euch mal vor, ich habe 100 Millionen Euro Schulden beim Finanzamt. Stellt euch mal nur das vor. Trotzdem würde ich nicht broke sein. Wisst ihr warum? Ich sag euch warum. Ein riesengroßer Influencer, sagen wir mal, er ist jetzt ein riesengroßer Influencer, okay? Er hat jetzt 100 Millionen Schulden beim Finanzamt. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt einfach, ich bin broke.
Ich kann nicht zahlen. Und das Digga, Deutschland macht nichts. Du wirst nicht in den Knast reingesteckt. Du sagst einfach INSI, dann sagst du einfach Restschuldbefreiung und parallel öffnest du einfach ein neues Gewerbe, eine GmbH oder was auch immer, und dann machst du einfach dein Business darüber weiter. Und so funktioniert das. So machen das voll viele in Deutschland. Jemand, aber ein großer Influencer, hat natürlich den Vorteil, er hat behindertste Reichweite. Er kann einfach easy weiter Money verdienen. Und jetzt ist hier ein großer Influencer und jetzt ist hier nochmal ApoRED. Das heißt, so dumm und so arrogant, wie es klingt, ein ApoRED kann in Deutschland gar nicht broke werden. In dem Sinne, selbst wenn ich alles verlieren würde oder alles in Partys ausgegeben habe, was Gott sei Dank nie der Fall war, einfach INSI, neues Gewerbe, GmbH, whatever, UG, alles darüber laufen. Jetzt mal Real Talk, Freunde. Für mich persönlich ist es das Einfachste, wenn ich jetzt ein bisschen Gaming mache, Fortnite, wollten ja viele, dass ich Fortnite mache, wenn ich ein bisschen Musik mache, Musik lief immer gut, auch Streaming, etc., obwohl ich nicht mal krasse Marketing-Agenturen oder sonst was habe, also Musik lief auch immer gut, Unterhaltung und dann kann ich noch Streaming dazu machen, also ich könnte jetzt so einen super Social-Media-Bunch machen und könnte auf entspannt, auf Locarino, könnte ich 5- bis 6-stellig verdienen. Und wenn da jetzt irgendein Streamer sagt, ja, das ist Cap, das ist Schnack, dann lügt euch an. Das ist absolut easy, also wirklich, das ist für mich das Einfachste. Das Einfachste für mich jetzt irgendwie 50, 60, 70, 80, 90, 100.000 Euro mit Social Media zu machen. Das ist für mich gang und gäbe gefühlt. Ich habe einfach eine Million Reichweite, ich habe eine starke Community. Ich bin einfach ein lustiger Hase. Also, ich bin fucking guter Unterhalter, ich bin behindert guter Spieler. Ich habe alle Kompetenzen in Gottes Namen. Das heißt, wenn ich wirklich broke wäre, Digga, einfach neues Gewerbe gründen, Social Media durchziehen, bam, bum, bing. Ganz easy. Das heißt, rein theoretisch gesehen kann ich gar nicht broke werden. Ich könnte in einem Monat so viel aufbauen und so viel verdienen und nach 3, 4, 5 Monaten bin ich schon top, was auch immer, 0,1% in Germany. So, lange Rede, kurzer Sinn. INSI-Modus wird auf jeden Fall bald deaktiviert. Ich mache mir auch da gar keinen Druck. Meine Einnahmen laufen schon seit Jahren über Malta und jetzt über Dubai. Deswegen gar kein Stress. Das Finanzamt macht jetzt eine ordentliche Prüfung. Das heißt, die gucken nochmal ordentlich und nicht mit diesen verrückten Psycho-Behauptungen, dass ich 30 Millionen im Monat mit Instagram noch jeden Monat extra gemacht habe, was gar nicht stimmt. Die machen nochmal eine ordentliche Prüfung. Können die auch machen. Ich habe nie gelinkt und gezinkt bei meiner Buchhaltung. Es gibt da einige Leute, die haben dann zum Beispiel, wenn die einen Deal aus dem Ausland haben, dann lassen die das irgendwann auf irgendein separates Konto einfließen, weil Deutschland bekommt das nicht mit. Aber sowas habe ich noch nie gemacht. Die Buchhaltung ist clean. Ich mache, glaube ich, YouTube seit 10 Jahren oder so. Ich habe jede Rechnung aufbewahrt. Also ich habe jede Rechnung aufbewahrt. Wenn ich jetzt in einem Restaurant war, direkt Bewirtungsbeleg. Irgendwelche Sneaker, direkt Rechnung. Alles, egal. Ich habe immer alles, jede Rechnung, alles genommen wie ein kleiner, süßer deutscher Hase. Richtig, ganz stramm. Nicht jetzt wie die anderen YouTube-Kollegen. Die haben einfach alles ausgegeben und am Ende kommt Finanzamt und sie sind am Arsch. So Gott sei Dank war ich nie unterwegs. Wenn wir schon bei Zahlen sind, ich kann ja ungefähr raushauen, wie viel ich mit YouTube verdient habe. So, YouTube mache ich seit ungefähr 2011 oder 12, ich weiß es nicht mehr. Zu Call of Duty Modern Warfare 3 Zeiten. Ich habe so ungefähr Pi mal Daumen zwischen 6 und 10 Millionen mit YouTube gemacht. Also zwischen 6 und 10 Millionen Umsatz und Gewinn ist ungefähr 80-90%. Ist halt einfach so. Ist halt ein sehr hoher Gewinn, alles digital, whatever. Vergiss auch nicht, was ich zu Anfang des Videos gesagt habe. Wenn jetzt irgendein Streamer kommt und sagt, ja, Red, safe Cap, was er da sagt, er kann kommen, er kann einen professionellen Hasen holen, er kann das Ganze überprüfen, ob ich geschnackt habe oder nicht. Und wenn ich recht habe, gib mir 20 Mille. Wenn ich geschnackt habe, nimm 20 Mille. Also bevor jetzt irgendein Streamer kommt und sagt, Cap, ich übertreibe, ich brauche gar nicht übertreiben. Ich brauche nie übertreiben. Ich habe es gar nicht nötig. Ich kann auch sagen, ich habe 20 Millionen verdient. Habe ich aber gar nicht. So, auf jeden Fall irgendwie zwischen 6 und 10, whatever. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Steuern habe ich gezahlt? Jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr euch anschnallen. Wie viel Steuern habe ich gezahlt in meiner Germany-Steuerzeit mit diesen YouTube-Geschichten, whatever? Ich sag's jetzt, Freunde, vielleicht 300-400k. Ich habe vielleicht 300-400k Steuern gezahlt, obwohl ich halt so viel verdient habe. Und jetzt denken sich viele, Digga, was? Wie geht das? Jeder andere YouTuber, der jetzt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Millionen gepaid, ich habe einfach nur 300-400k. Und das ist ja alles in der Buchhaltung, ist alles da. Ich habe nie viel Steuern gezahlt. Und ich habe ja gesagt, heute haue ich ja Insider-Infos raus. Wir gehen jetzt back in die Vergangenheit. Ich habe damals mein Abitur gemacht. So, ich war relativ jung, 17 Jahre alt, 18 Jahre alt, whatever. Afghanische Eltern so aus meiner Generation, die sind schon strong. Und ich bin in so einer Akademikerfamilie. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter ist Ärztin, noch immer tätig. Sie hat zweimal Medizin studiert, einmal Gynäkologie und einmal allgemeine Medizin, sogar noch vor kurzem abgeschlossen. So. Das heißt, der Druck ist sowieso da bei mir. Entweder du wirst Ingenieur, Arzt oder Rechtsanwalt oder was auch immer, oder du gehst ja nach draußen. So. Das heißt, das war sowieso schon mal klar. Das wäre auch wahrscheinlich der Weg gewesen, hätte ich jetzt nicht mein Business gemacht. Ich hatte aber gar keinen Bock darauf. Ich bin ehrlich, ich hatte gar keinen Bock auf Ingenieurswesen und hier und da und dort. Also habe ich mir gedacht, komm, ich mache mich selbstständig. Jetzt parallel zur Abi-Phase. Und ich habe nicht YouTube gemacht. Also ich habe YouTube gemacht später, aber das war jetzt nicht für mich irgendwie eine Geldeinnahmequelle. Das kam auch vorher später und ich wusste auch gar nicht, dass man mit YouTube Geld verdient. Das kam alles später. Ich habe erstmal Amazon gemacht. Ich habe Amazon gemacht, da war Amazon gefühlt noch brand new. Das heißt, ich habe irgendwelche kleinen Waren geholt, ob es jetzt irgendwelche Unterwäsche ist und Socken und Sonnenbrillen, alles selbst produziert und dann lieber darüber verkauft. Weil ich habe meinen Eltern gesagt, ey, komm, ich will ein Jahr Selbstständigkeit probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann geh studieren. Aber ich will es ein Jahr probieren und wenn es klappt, dann fokussiere ich mich darauf. Weil ich bin sowieso jung, ich kann studieren, wenn ich Bock habe, whatever. Parallel habe ich auch YouTube gemacht.
Ich habe Gaming gemacht, ich habe Call of Duty gemacht, wie viele aus der Call of Duty-Szene sind, wie zum Beispiel Montana Black, InScope, whatever, ne, ganz viele, auch meine Homeboys. Irgendwann habe ich gemerkt, Digga, damit verdient man auch Geld. Ich habe Gaming gemacht, Call of Duty gemacht, hab die ganze Szene auseinandergenommen, wissen einige auch Bescheid. Irgendwann hat mir das Spiel keinen Spaß mehr gemacht, also habe ich mich entschieden, Real-Life-Content zu machen. Ich habe mich auch mehr gezeigt und man hat gesehen, Apo AED, sehr stylischer Hase, ihr wisst auch, diese Black-Fashion-Style, so all black mit rote Schuhe, hau, hi, ha, ha, ich war so ein bisschen so der Vorreiter da, das kam so ein bisschen aus Amerika und ich war so der erste Bekannte, einer der ersten Bekannten aus Germany, von den Boys, die jetzt den Hasen gerockt haben, diesen Style. Ihr müsst euch das vorstellen, ich habe zu dem Zeitpunkt vielleicht ein paar hunderttausend Abonnenten gehabt. Ich habe mich jetzt hier so auf Black Fashion mäßig angelehnt und ich habe dann einen Deal gehabt mit einer Firma. Ich habe für die geworben. Die haben Klamotten verkauft, die haben diese Black Fashion Sachen verkauft und ich habe eine Provision bekommen von 10%. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann so Videos gemacht, habe dann den Link in der Beschreibung drin gehabt von den Klamotten, die ich dann hatte, was auch immer. Diese 10%, wisst ihr, was dann teilweise rauskam? 10.000 Euro, 15.000 Euro, 20.000 Euro Provision. Jeder würde sich denken zu dem Zeitraum, oh mein Gott, das ist todesviel Geld, ich werde jetzt rich damit. Ich dachte mir, Digga, was? Wie viel hat jetzt gerade die andere Seite gemacht? Also die Firma, für die ich geworben habe, die Klamottenfirma, hat einfach zwischen 100 und 200.000 Euro Umsatz gemacht, nur durch meinen Link. Jetzt muss man sich vorstellen, wie viele sind noch dazugekommen, die jetzt über die Mundpropaganda kamen oder durch irgendwelche Empfehlungen, was auch immer. Also die haben wahrscheinlich 300.000, 400.000, 500.000 Umsatz gemacht in einem Monat durch meine Werbung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und das noch mit einer, gerade nicht mal mit Millionen Reichweite wie heute, sondern eher so mit ein paar hunderttausend. Das ist krass gewesen. Also habe ich mich entschieden, als genialer Fuchs, ich muss Klamotten machen. Ganz klare Nummer. Ich habe sowieso die Leidenschaft dafür. Warum nicht? Also habe ich mich mit guten Freunden aus Hamburg entschieden, komm, wir gehen jetzt nach Paris, wir holen uns Inspiration und wir machen eigene Klamotten. Die meinten, okay, komm. Und ich meinte, okay, komm. Ich habe mich erstmal auf Sweatpants und auf Hoodies konzentriert. Dann, als wir unsere Inspiration gesammelt haben, sind wir nach Easty gegangen, haben unsere Muster genommen, haben eigene Schnitte gemacht, haben eigene Designs gemacht. Here we go. Die Brand wurde gegründet. Die hieß dann erstmal hieß sie Bricks. Wir haben Sweatpants produziert in 4 Farben. In Schwarz, in Khaki, in Beige und was auch immer. So ein Bordeaux-Rot. Und wir haben noch so Velour-Hoodies produziert. Die waren in der Zeit in einem großen Hype, wie in Kanye West, whatever. Die haben wir natürlich nicht in hundertfachen Mengen bestellt, sondern in maximal tausendfachen Mengen, weil wir auch wussten, ich habe die Kaufkraft, ich habe die Reichweite, ich habe alles da. Man hat es ja schon vorher gesehen. Ich habe aber nicht erstmal eine Website gemacht. Ich habe es erstmal über Amazon reingestellt. Ich habe auch parallel zu YouTube immer Amazon gemacht und ich hatte irgendwie nicht so diesen Gedanken, eine eigene Website zu machen, sondern einfach alles über Amazon reingestellt und auch die Logistik auch über Amazon. Ich habe Geld genommen von meinem Amazon-Business, ich habe Geld genommen von meinem YouTube-Business und ich habe das voll reingesteckt in Klamotten. Ihr müsst euch vorstellen, das war mega viel Geld. Also produziert mal 10.000 Klamotten für A, sagen wir 13 Euro das Stück. Das sind einfach mal 130.000 Euro Produktion. Das war schon hart. Dann kommt das erstmal nach Hamburg an. Ich habe das dann bei meinen Eltern gelagert im Keller. Man musste jedes einzelne Produkt nochmal mit einem Code etikettieren, sodass es ganz easy über das Amazon Fulfillment System läuft. Das habe ich dann gemacht mit meinem älteren Bruder, mit Freunden. Dann haben wir 1000 Produkte etikettiert wie Penner und haben es dann von Amazon abholen lassen. Ja, irgendwann habe ich dafür geworben und so wie Gott wollte, direkt so viele Sachen waren ausverkauft, obwohl wir haben in tausendfachen Mengen produziert. Und trotzdem war einfach alles relativ schnell sold out. Erstmal die Hose in Schwarz, dann die Hose in Khaki, dann Hose in Beige und dann die Hose in Bordeaux. Ich habe behindert Schock bekommen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mit YouTube gut fünfstellig verdient, lass es 30, 40, was auch immer sein. Aber das erste Mal habe ich dann sechsstellig verdient. Also richtig knallhart. Und ich dachte, what the fuck, Alter. Also mit YouTube kannst du auf jeden Fall gutes Geld verdienen, auch mit Amazon. Aber mit Klamotten habe ich gemerkt, wow, das ist der wahre Hase. Also was habe ich natürlich gemacht? Ganze Geld wieder genommen, wieder neue Produktion, bla bla bla. Wir haben das ganze Label umgebrandet. Dann hieß es von Bricks auf Deadstock. Ist vielleicht für den einen oder anderen Hasen ein Begriff. Die Klamotten, Bombe. Ich habe immer alles persönlich designt. Ich habe immer alles cool gemacht. Immer nach Istanbul gegangen. Deswegen bin ich auch oft in Istanbul. Ne? Ich chille halt nicht nur hier, ich mache auch meine Sachen so. Habe auch meine Produktion hier. Immer hier parallel zu YouTube und zu Amazon noch, wie gesagt, meine Klamotten gemacht. Irgendwann kam dann ein Video von dem Herrn Newstime, ein News-YouTuber, und sagt dann, ApoRed, der kleine Zinker, der hieß hier bei Deadstock selber drin. Ich habe ja mal nachgeforscht. Guck mal, der ist der Gesellschafter. Und ich denke mir, oh, Digga. Laut einer weiteren Quelle ist ApoRed selber Gesellschafter bei der Deadstock GmbH. Ich habe halt nie gesagt, dass ich in diesem Unternehmen drin bin. Nicht aus dem Grund, weil ich verheimlichen wollte oder sonst was, sondern einfach, ich weiß ja nicht, wie lange ich YouTube mache. Und ich will nicht, dass eine Brand, in der ich beteiligt bin, von meiner Internetpräsenz lebt. Versteht ihr, was ich meine? Irgendwann kann ich aufhören. Und dann würde die Firma davon einen großen Schaden davon tragen. Und das will ich gar nicht. Deswegen lieber so als dritte Person unabhängig. So ist es meine. Also da waren nie irgendwie böse Absichten. Aber es ist halt immer besser, seine Business geheim zu halten. Ist halt einfach so. Man muss doch nicht alles hinaus posaunen. Es war vorher ein Einzelunternehmen. Später hat es dann zu einer GmbH umgeswitcht.
Deadstock GmbH. Ich musste es umbenennen und musste es dann löschen. Und dann habe ich es nochmal neu eröffnet. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen, nichts mehr auf meinen Namen zu machen. Gar nichts mehr. Die Anteile haben dann immer Freunde von mir gehalten, auf Vertrauensbasis. Weil ich hatte gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Geschichten gehabt. Ich habe dann mal hier und da bei der anderen Firma, hatte ich dann mal so ein Treuhandsverhältnis. Das ist so eine Art unsichtbarer Gesellschafter. Das wurde aber später dann auch kompliziert, weil dann irgendwie eine neue Regelung kam. Ab 25% bist du dann doch wieder öffentlich einsehbar. Ich habe irgendwann aufgehört, alles, ich habe nichts mehr auf meinen Namen gemacht. Nichts. Ich habe irgendwann bei dem Modelabel ein gutes Angebot bekommen. Ich habe gedacht, komm, ich gebe es einfach ab. Habe dann mal parallel nebenbei gegen Bezahlung dafür geworben. Aber ich war da raus. Und habe dann Geld wieder investiert und bin dann in andere Modelabel reingesneakt. Vielleicht kann sich der eine oder andere Hase daran erinnern, dass ich mal gesagt habe, dass ich mal in einem Projekt 8.000 investiert habe. Es war eigentlich 8.200 Euro. Und das Geld hat sich bis dato, ich glaube, verdreihundertfacht oder was auch immer. By the way, dass ich jetzt in Deadstock beteiligt war, habe ich jetzt nur gesagt, weil ich da raus bin. Ich bin aktuell auch in weiteren beteiligt, aber ich würde es niemandem verraten. Ich habe es nur ABK gesagt, weil ich es vertraue. Ich würde es jetzt allerhöchstens jetzt in Monte noch sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist Cap. Ich kann einen Monte, eine Vertrauensperson, kann ich jetzt einmal mal ganz kurz die Papiere zeigen, ne? Also Gesellschaftsverträge, Treuhandsverträge, Anteile, auf welchen Namen, whatever. Das war alles nie Geschnacke. Also generell alles, was ich grundsätzlich gesagt habe, war nie Geschnacke. Ich habe eigentlich, was alles anging, eigentlich immer straight Facts rausgehauen. Mir wurde immer vorgeworfen, ja, der schnackt, der hat nie Geschäfte gemacht neben YouTube, der schnackt, der hat nie Autos gehabt, der hat immer mit anderen Autos geschnackt. Aber dazu kommen wir auch noch. Der Hauptgrund, warum ich grundsätzlich wenig Steuern in Deutschland gezahlt habe, ist, weil ich halt immer mein Geld investiert habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel Geld von meinem YouTube genommen. Und wenn ich jetzt 100.000 Euro oder 200.000 Euro Gewinn hatte in einem Jahr, habe ich das Geld genommen und in Klamotten investiert. Das heißt, ich habe dieses eine Einzelunternehmen, habe dann ein neues Einzelunternehmen eröffnet mit den Klamotten und konnte das Geld rüber swipen und das da ausgeben am Ende des Jahres und habe dann dementsprechend weniger Gewinn und habe dann weniger Steuern gezahlt. So, und jetzt die Autos, die ganzen Autos, also vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hase damals, ich habe eine Zeit lang übertrieben viele Autos geholt, wie ein Wahnsinniger. Das lag nicht daran, dass ich meine Autos auf Sneakersammlung anlehnen wollte. Das lag daran, weil ich da auch wieder ein neues Geschäftsfeld eröffnet habe mit einem Kollegen, der das Ganze so administrativ geleitet hat. Und zwar Autohandel und Autovermietung, whatever. Ich war einer der ersten in Deutschland, der die neueste G-Klasse gekauft hat. Ich habe die 2018 bestellt. Ich hatte einen i8 gekauft. Ich habe den S63 Coupé AMG gekauft. Alles gekauft, ne? Also nichts finanziert, geleased, was auch immer. C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, 3-4 Range Rover. Den Lamborghini von Simon Desio habe ich abgekauft für einen guten Preis. Ich habe Autos im siebenstelligen Betrag, also Autos im siebenstelligen Wert gekauft, also Millionen aufwärts. Wie gesagt, nicht, weil ich wahnsinnig war oder sonst auch immer. Dadurch habe ich halt wieder meinen Gewinn komplett runtergestreckt und wieder muss ich dann auch weniger Steuern zahlen, Gott sei Dank, und habe auch wieder einen neuen Geschäftszweig. Die G-Klasse zum Beispiel, die hatte ich ja verkauft gehabt, da habe ich 32.000 Euro Gewinn gemacht, weil ich halt einer der Ersten war, ich hatte, glaube ich, 2020 oder 21 gehabt, das war die allerneueste G-Klasse, und dadurch, dass ich ihn vorher bestellt habe und einer der Ersten war, da wollten viele Leute aus arabischen Ländern, die wollten den haben, ich habe den in irgendeinen Iraker verkauft für 32.000 Euro Gewinn, also ich habe auch wirklich mit den Autos gute Geschäfte gemacht, halt mit meinen Kollegen zusammen, der ist ein Experte, ich kenne mich auch so ein bisschen aus. Lambo zum Beispiel habe ich für 140.000 Euro gekauft. Den habe ich noch immer als Wertanlage und der kostet jetzt mittlerweile, glaube ich, 230.000 Euronen, was schon extrem krass ist, so, ne? Das heißt, ich war sowieso, was immer Finanzen angeht, meine Ausgaben, etc., immer sehr straight und bewusst. Ich habe nie von damals bis heute so einen extremen Lifestyle gehabt, dass ich da irgendwie in Clubs gegangen bin und Flaschen geöffnet habe. Ihr habt mich in Hamburg noch nie in einem Club gesehen. Ich war in Hamburg noch nie in einem Club. Ich habe noch nie Drogen konsumiert. Sei es Alkohol oder sei es sonst was. Ich habe nie Geld verschwenderisch ausgegeben. Nie. Bis heute. Egal, wie viel ich verdient habe. Es ist scheißegal, ob ich 100.000, 200.000, 300, 400, 500, 600, 700.000, 800.000. Es ist scheißegal, wie viel ich verdient habe. Ich habe immer den scheiß gleichen Amount von Geld ausgegeben. Ich habe immer im Monat ungefähr 4.000 Euro ausgegeben. Miete in Hamburg habe ich immer gezahlt, so zwischen 1.600 und 1.800, ob ich jetzt in einem Haus oder in einer schicken Wohnung gelebt habe. Und für Lifestyle habe ich vielleicht maximal 2.000 Euro ausgegeben. Lass es mal 3 sein. Also ich habe nie mehr als 4.000 bis 5.000 Euro ausgegeben. Klar, es ist viel, aber für jemanden, der sechsstellig durchgehend verdient, ist das nicht viel. Und ich habe auch nie übertrieben, wie andere YouTuber oder wie andere Influencer oder wie andere Goofies, Rapper, was auch immer, dass ich jetzt voll das Geld aus dem Fenster schmeiße. Habe ich nie gemacht. Das Einzige, wo man sagen kann, ist jetzt, ja, aber die Klamotten, ja, du voll viel. Ja, ja, ich habe einen Kleiderschrank wert von 500.000 bis heute noch. Ist alles da. Obwohl, ich habe schon viel aussortiert. Ich sortiere immer aus. Also es ist nicht immer so, dass alles behalte. Ich sortiere immer aus. Und dann verkaufe ich 3 Sachen, dann kaufe ich eine Sache neu dazu. Also ich würde jetzt schätzen, ein Kleiderschrank ist vielleicht so aktuell 300er. Na, und wenn jetzt auch da wieder ein Streamer sagt, ja, er schnackt, er hat gar nichts, auch hier kann er das Veto einholen, komm vorbei, komm nach Hamburg, ich zeig dir meinen Kleiderschrank, mein Lieber. Und jetzt hier auch zum Thema Kleiderschrank, okay, sagen wir, ich habe jetzt einen Kleiderschrank im Wert von 400.000, Sneaker, Jacken, Seitentaschen, whatever, ganz viele Sachen. Diese ganzen Klamotten, die habe ich nicht mit meinem privaten Geld geholt. Ich habe die meisten Klamotten einfach über die Klamottenfirmen geholt. A,
mehr Kosten, B, Steuern absetzen. Das heißt, ich bin zum Beispiel VIP bei Dior, Düsseldorf, Junite ist mein Kollege, der Schgelkim in Hamburg bei Louis Vuitton bin ich auch VIP oder Prada, was auch immer. Ne? Da habe ich alle meine Kontaktpersonen. Und wenn ich da was hole, dann hole ich das einfach über eine Klamottenfirma von mir. Ich bin in mehreren Modelabels beteiligt, so. Ich habe es einfach gar nicht nötig zu schnacken. Ich habe es auch gar nicht nötig zu flexen. Wenn ich flexen wollte, hätte ich gesagt, ey, guck mal Leute, ich habe hier die ganze Zeit Hunderttausende gemacht mit Klamotten. Habe ich, guck mal, ich hab's erst heute rausgehauen, nach 10 Jahren gefühlt. Ich mache Klamotten seit 2014 oder so. Ich war einfach der Allererste. Der Erste, der nur eigenes Modelabel gemacht hat. Von den ganzen süßen Influencer-Hasen da. Ich brauche diese Anerkennung gar nicht. Mich juckt das gar nicht. Ich mache meine Dinge im Hintergrund. Deswegen bin ich auch teilweise lebhaft in Istanbul. Nicht, weil ich hier Urlaub mache, sondern weil meine ganzen Produktionen auch hier sind. Seit knapp 10 Jahren. Ein weiteres Geschäftsfeld, was ich eingesneakt habe, war irgendwie 2017, 18 glaube ich, 2000, ich glaube 2017, da habe ich in einen Shisha-Café investiert, so knapp 40%, ich habe das mit aufgebaut, war auch Mordsarbeit auf jeden Fall und das war auch eine der besten Entscheidungen meines Lebens, das läuft bis heute noch Gott sei Dank super gut und wird auch wahrscheinlich weiter gut laufen. Noch eine Geschichte, eine sehr knallharte Geschichte war Elektronik, ich habe Gaming-Hardware verkauft unter der Brand Nano Gaming, das Ganze nicht auf meinen Namen, wie gesagt auch auf Kollegen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon aus Deutschland Steuerdingern schon längst raus war. Also auf dem Kollegen seinen Namen. Wie viel da umgesetzt worden ist, Freunde, das ist, da habe ich auch erstmal Schock bekommen. Wir haben also Gaming-Headsets verkauft, wir haben Tische verkauft, wir haben Controller verkauft, so SCUF-Controller-mäßig, wir haben Tische, alles mögliche. Kleine Peripheriegeräte, alles im Bereich Gaming. Da wurde einfach im ersten Monat, also man hat mit Klamotten schon immer viel gemacht, die ganze Zeit. Und dann kommt doch mal Gaming dazu, komplett neues Feld, komplett neue Nische und auf einmal erster Monat, Digga, fast 300.000. Ich denke, what the fuck, im zweiten Monat auch. Das war alles noch März, April. Ich denke, Digga, was geht hier ab? Ihr müsst euch vorstellen, das Elektronikgeschäft Nano, das lief so gut. Ich musste dann von einem 600 Quadratmeter Lager switchen auf einem fast 2000 Quadratmeter Lager, weil halt die Sachen mega viel Platz genommen haben. Jetzt Stühle oder Tische, die haben mega viel Platz genommen in tausendfachen Mengen. Da braucht ihr auf jeden Fall sehr viel Lagerfläche. Es war ein sehr lukratives Geschäft und man hat wirklich fast alles, bis auf das letzte Produkt verkauft. Das lief unnormal gut. Das einzige Problem war, man war immer abhängig von China. Du kannst irgendwie nicht eine eigene Produktion machen. Das heißt, du musst irgendwie fertige Ware holen jetzt aus China und du musst ja das alles branden. Und das ist irgendwie nicht das Wahre so. Ich hätte eher irgendwann Bock, eine eigene Gaming-Firma zu machen, aber wirklich mit einer eigenen Produktion und nicht so diese Fertigsachen aus China. Das ist schon ein bisschen, klar gibt es auch qualitative Sachen, aber einfach auch so das Persönliche, wie ich das meine. Deswegen hat man das Projekt auch abgegeben. Nach wie vor ein super gutes, geiles Projekt. Man hat die ganze Zeit sechsstellig erwirtschaftet. Ich habe mich dann auf ein neues Projekt dann konzentriert, was ich aber geheim halte. Also was ich jetzt hier leake quasi, wo ich jetzt beteiligt war, wo ich drinne war, das sage ich auch nur, weil ich auch raus bin. Bei dem einen, weil ich es verkauft habe, bei dem anderen, weil ich es beendet habe. Wo ich aktuell überall drin bin, werde ich nicht verraten. Und einfach auch aus Respekt der Brand gegenüber, weil ich auch nicht will, dass das mit mir in Assoziation gebracht wird, weil ich halt irgendwann mit Social Media vielleicht irgendwann aufhöre und das davon einen Schaden trägt. So einfach aus dem Grund soll das einfach so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Und irgendwann vielleicht nach 10 Jahren, whatever, vielleicht willst du irgendwann verraten, wenn ich da irgendwann meine Anteile verkauft habe, aber erstmal jetzt nicht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich behindert viel verdient durch sehr viele verschiedene Quellen und ihr müsst euch vorstellen, ich gebe die ganze Zeit nur 3 Millionen im Monat aus. Also ich habe nicht den super Party-Lifestyle gehabt, auf Yacht und was auch immer. Nein, immer humble, was das angeht. So, ich habe nie voll übertrieben und hier und da. Natürlich, hier und da ein bisschen das Geld gestreckt, ein bisschen in Krypto, ein bisschen hier, ein bisschen da. Gehört auch dazu. Aber nie Geld einfach so rausgeballert. Gott sei Dank. Das habe ich von Tag 1 bis heute nie gemacht. Und das ist einfach eine Grundeinstellung von mir. Es ist unmännlich. Es ist unmännlich, einfach Geld rauszuballern. Und ich sehe mich als eine sehr starke männliche Person und ich finde das einfach dumm. Die Leute, die mich privat kennen, ob es jetzt, keine Ahnung, ein ABJ oder andere sind, ein KS-Freak, die können das auch alle bestätigen. Ich habe nie das Geld aus dem Fenster geschmissen. Ich habe nicht mal 5-8-Sterne-Hotels geholt und 300 Euro für die Nacht gezahlt, sondern einfach ganz normal, so keine Ahnung, Preis-Leistung, so ein Achi oder 100er, was auch immer. So diese Standarddinger, so ist es meine. Klar, Finanzamt regt sich jetzt auf. Ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Die haben Prüfung hier gemacht, Prüfung da gemacht, von irgendeinem Gewerbe hier, von irgendeinem Gewerbe da. Meine Einnahmen laufen alle auf entspannt, steuerfrei. Aber ich muss natürlich sagen, ich zahle natürlich Umsatzsteuern. Das heißt, wenn ich jetzt Klamotten verkaufe, 90% Umsatzsteuer, die zahle ich immer, ist eine klare Nummer. Aber Gewinnsteuer, ich bin ehrlich, ich habe es nie eingesehen, 50% von meiner kreativen Arbeit, von meinem Gewinn abzugeben. Es macht einfach gar keinen Sinn. Also, wer das machen will, mach das. Aber ich war nie auf diesem Trip. Ich war nie auf diesem Film. Und man sieht doch heute, der eine Streamer geht broke, Finanzamt, der andere will abhauen nach Madeira, weil einfach zu Finanzamt zu viel will. Ein Unge ist schon damals abgehauen, weil er einfach ein Fuchs war. Ich würde mich, was das angeht, auch einfach als Superfuchs bezeichnen, weil ich einfach generell nie viel Steuern in Deutschland gezahlt habe und einfach relativ rechtzeitig, bevor ich halt übel viel verdient habe, einfach schon abgehauen bin. Das ist auch der Grund, warum ich seit ein paar Jahren auch nicht länger als 6 Monate in Deutschland chillen darf, weil wenn ich mehr als 6 Monate in Deutschland chille, habe ich automatisch deutsche Steuerrechte. Ich lebe in Eastie, ich lebe
jetzt auch aktuell in Dubai. Ich bin auch demnächst in Dubai, wird da wahrscheinlich 5-6 Monate bleiben. Und wenn ich Bock habe, gehe ich mal nach Deutschland, ob es jetzt Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, was auch immer ist. Das heißt, ich lebe an 3 Standorten. Das heißt, diese ganzen Gerüchte von er ist broke und der kann sich gar nichts mehr leisten, der hat alles Quatsch, alles Cap. Und ich sag noch einmal, zum dritten Mal, wenn irgendein Streamer wieder kommt und sagt, ja, der lügt, dann hab die Eier, 20 Mille zu wetten, dann sag, komm her, ich zeig dir Fahrzeugbriefe, Digga, ich zeig dir Autos von mir aus, was du willst, Digga, S-Klasse, E-Klasse, C-Klasse, was du willst. Ich zeig dir Klamotten, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen, Sneaks, whatever, alles da, alles cool. Und ich zeig dir auch natürlich den Proof zu allem, was ich gesagt habe. Ob es jetzt die Firmen sind, die Umsätze, die Anteile, die alles, gar kein Problem. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, warum hast du es nicht vorher gesagt? Ich wollte erstmal abwarten, bis dieser scheiß Insi-Modus deaktiviert wird. So. Ganz einfach. So, aber ich habe jetzt einfach gedacht, weil dir gerade die Aufmerksamkeit da ist, weil es gerade jeden interessiert, hau ich es einfach jetzt raus, der Insi-Modus wird sowieso deaktiviert. Ich chill sowieso gerade in Istanbul. Ich habe eine schicke Wohnung in der besten Lage mit 3 Meter hohen Decken. In Dubai könnt ihr mal aktuell gucken, wie viel da überhaupt Miete kostet. Ne? Der Lifestyle ist dort nicht günstig. Also da werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgeben als sonst. Aber Wayne, wer weiß, vielleicht hole ich da eine Eigentumswohnung. Wer weiß, vielleicht habe ich in Istanbul ein paar Eigentumswohnungen. Vielleicht habe ich eine, wo ganz viele Sachen noch von mir liegen. Wie gesagt, ich versuche ein bisschen undercover zu bleiben. Man muss ja nicht alles von sich preisgeben. Und auch in Dubai kann ich auch sagen, da wird auch gerade ein neuer Wagen geplant. Auch mit einem Umbau schon wieder. Der wird so oder so kommen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Streamer-Goofy sagt, ja, der schnackt alles Geschnacke und bla bla bla. Der Typ, der lebt ja in Deutschland in einer Einzimmerwohnung und der ist der auf Amtsbasis auf Burgergeld. Alles Lüge. Ich werde so oder so in Dubai chillen. Ich verdiene mein Geld mehr als genug. Ich bin fleißig seit 10 Jahren. Wenn andere Streamer ein paar Jahre am Start sind, sich übel krass fühlen, weil sie ein paar Zuschauer haben, ein bisschen Geld verdienen. Du verdienst 50.000. Wow, du bist geil. Davon sowieso die Hälfte abdrücken. Sich jetzt übel krass fühlen, denken, die sind die übelsten Macher. Junge, du kleiner Goofy. Du kleiner Bot, ich bin selbstständig seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren durchgängig. Nicht mit einer Geschichte, mit 3-4 parallel am Hustlen. Und deswegen sage ich nicht, Apoed ist Main Character, weil er mehr Fame hat, weil er mehr Geld hat, weil er mehr Autos, weil er mehr Schuhe, weil er mehr da hat, was auch immer. Es geht nur ums Machen. Und was das Thema Machen angeht, rein faktisch gesehen, kommt keiner an mich ran von euch. Keiner. Diese Erfahrung, die ich habe, da kommt keiner von euch einfach ran. Ihr habt nicht, wie ich, 3 verschiedene Lager aufgebaut, deutschlandweit. Einmal im Osten, einmal im Norden, einmal im Westen. Ihr habt nicht 100.000 Produkte verkauft. Ihr habt nicht so viel Erfahrung gesammelt. Ihr habt nicht 4 Geschäfte parallel successful, also erfolgreich, die ganze Zeit zum Laufen gebracht. Wenn ihr irgendwas hinkriegt, dann kriegt ihr das wahrscheinlich so mit Management hin, die euch da hinterherrennen und euch den Arsch sauber machen nebenbei. Aber so richtig selber gehasselt habt ihr gar nicht. Nebenbei gehe ich noch trainieren, nebenbei ernähre ich mich gesund. Ich habe so viele gute Gewohnheiten, ihr kommt gar nicht an mich ran, charaktertechnisch. Ihr kommt nicht an mich ran. Und tut mir leid, das klingt arrogant, aber das ist meine ehrliche Meinung. Ich bin sehr selbstbewusst. Und ich lasse mir das auch nicht bieten, wenn dann irgendwelche Goofy-Streamer kommen. Deren Arbeit nehme ich gar nicht ernst. Was ist das für ein... Das ist nicht mal Arbeit, Digga. Das ist nichts. Das ist ein Hobby. Und dann kommen die und zeigen mit dem Finger auf mich und sagen, der ist ein Schnagger. Der macht gar nichts. Du kleiner Go. Wo du die ganze Zeit auf Netflix und auf TikTok rumgehangen hast und dir irgendwelche einen runtergeholt hast und was auch immer, habe ich gehustelt. Mit meinem älteren Bruder, mit meinen Freunden. In Istanbul, Produktionsmanagement, hier, China, nach China gegangen, Sachen abgecheckt. Die ganze Zeit, 24/7, 16 Stunden am Tag Arbeit. 16 Stunden am Tag, jahrelang durch, hinweg. Und dann kommen diese kleinen Opfer und diese kleinen Goofies und sagen, der ist ein Schnagger, der macht gar nichts. Hier, Fazit. Ich habe nie geschnackt. Und wenn jetzt einer von diesen Streamern kommt, wie gesagt, nimmt einen Punkt und sagt, ey, der hat da geschnackt, komm her, wir wetten um 20 Mille, du wirst sowieso am Arsch sein. Wird sich sowieso wahrscheinlich keiner trauen, die werden wahrscheinlich dann wieder hinterrücks nur wieder Müll über mich labern, aber damit ihr jetzt Bescheid wisst, ihr habt alles schwarz auf weiß. Der Insi-Modus wird sowieso deaktiviert. Der Insi-Modus hat sowieso keine Auswirkungen auf mich. Ich lasse ihn sowieso deaktivieren nebenbei. Mir geht's gut, ich habe sowieso nichts in Deutschland auf meinen Namen. Selbst die ganzen Klamotten, die sind nicht auf meinen Namen. Die ganzen Klamotten gehören theoretisch den Modelabels, okay? Gar nichts ist mehr auf meinen Namen, schon seit Jahren in Deutschland mehr. Selbst meine ganzen Firmenanteile habe ich fast alle weitergeleitet und umgeschrieben. Ich bin, was diesen Sachen angeht, immer ein kleiner gewiefter Fuchs gewesen. Gott sei Dank. Ich habe meine Community, die ich über alles liebe, noch nie diesbezüglich angelogen. Wenn ich Brokey Moki wäre, würde ich einfach sagen, juckt mich gar nicht. Ich mache in 3 Sekunden 100.000 Euro. In einem Monat mache ich das. Gar kein Problem für mich. Kurz neues Gewerbe öffnen, boom, bam, bing. Digga, und die ganzen Streamer wissen das. Die kleinen Schnacker. Aber ich habe A, keinen Bock. Und B, weniger Zeit, weil ich auch gerade wieder ein neues Projekt in Easty gerade habe, weswegen ich die ganze Zeit chille. Und das ist International Business und da steckt viel mehr Potenzial und viel mehr Geld, als wenn ich das hier ein bisschen YouTube-Hau-Hi mache. Aktuell macht YouTube halt einfach nicht so viel Spaß wie damals. Ihr seht ja diese ganzen Opfer, die da unterwegs sind. Denkt ihr, bei diesen kleinen Opfern habe ich Spaß, jetzt irgendwie Content zu produzieren? Mit Leon, ja, macht Spaß. Mit Simon hier und da, mit meinen Boys so. Aber wenn ich diese ganzen Kackfressen da sehe, da muss ich doch direkt wieder kotzen. Wir wollen das Video nicht so lang halten. Fazit, Insi-Modus, ja, ist da, wird aber deaktiviert, hat aber keinen Einfluss auf meinen Finanzen.
finanzielle Lage. Mir geht es nach wie vor top. Ich bin nach wie vor, wie immer, einmal ein sehr fleißiger Mann. Immer am Hustlen. Gott sei Dank, mir geht es die ganze Zeit gut. Ich lebe in Eastie. Ich lebe in Dubi hauptsächlich. Ich habe einen sehr gechillten Lifestyle die ganze Zeit. Ich habe ein sehr starkes Mindset. Ich habe noch immer den brutalsten Kleiderschrank in ganz Europa. Mir geht es top. Mir geht es so gut. Jeder von diesen Goofies würde mit mir tauschen. Jeder. Aber könnt ihr nicht. Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Es kommt demnächst eine leckere Foodtour. Und, ey, ich nutze diesen Moment noch kurz aus. Es kommt bald auch ein neuer Song von mir. Mit dem Titel Main Character. Yes. Habt ihr richtig gehört, Freunde. Seid gespannt. Ich drehe aktuell das Musikvideo. Richtig leckerer Song. Richtig nice. Mua. Très bien. Haut rein und tschüssi, Leute.